Hallo liebe Pfeifengemeinde auf YouTube, ich möchte mich heute nach langer Zeit mal wieder zurückmelden mit einem Video zu einer Calabash-Pfeife, die ich schon vor längerer Zeit erstanden habe auf eBay. Der Verkäufer hieß Mare Queen und kommt direkt aus diesem Örtchen in der Türkei, das sich das Mutterland des Meerschaums nennt und Eskişehir geschrieben wird, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Jedenfalls kommt diese Pfeife direkt von da, angeblich handgemacht, aus Mahagonienholz und eben der Meerschaum direkt aus diesem Mutterland, wenn es denn wirklich stimmen sollte. Ja, die Pfeife gibt es in verschiedenen Ausführungen bei diesem Verkäufer, in verschiedenen Größen. Ich habe hier die größte genommen. In Schwarz habe ich gewählt, weil mir das einfach am besten gefallen hat. Eigentlich wollte ich eine naturbelassene Calabash lieber haben, fand ich aber nicht so toll bei diesem Verkäufer, die Maserung. Dementsprechend habe ich mich dann für diese hier entschieden. Ist ja, wenn man so will, gar keine richtige Calabash, muss man auch dazu sagen, denn es ist kein Calabassen, ist keine Calabasse, die hier für den Kopf verwendet worden ist, sondern wie gesagt Mahagonienholz. Dennoch könnte man das als Alternative mal ins Auge fassen. Der Kopf ganz normal herausnehmbar, eingeschraubt. Dann dieses Mahagonienholz, das ein bisschen arg leicht ist, ein bisschen arg verlässlich wirkt auf mich. Könnte fast Span sein. Und dann haben wir hier etwas ganz Besonderes, was man sicherlich bei einer anderen Calabash niemals finden würde. Beziehungsweise habe ich das noch absolut noch nie bei einer Pfeife vorher gesehen, dass wir hier einen handelsüblichen Dübel als Verbundstück haben zwischen Holm und Kopf. Ja. Abnehmen lässt sich dann des Weiteren auch noch hier dieses Mundstück. Das heißt, die Calabash teilt sich letzten Endes in vier Teile auf, lässt sich dadurch sehr, sehr gut reinigen. Ja. Überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, diese Sache hier mit diesem Dübel als Verbundstück, die ist schon ein bisschen seltsam. Bislang habe ich da geschmacklich nichts gemerkt. Man sieht aber schon, dass es langsam anläuft. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, wenn es irgendwann hier alles ganz und gar vergilbt ist, dass es vielleicht auch irgendwann mal schmilzt, wenn es zu heiß wird, und das könnte dann fürchterlich schmecken. Aber ich werde es sehen, ich werde es ausprobieren. Ich möchte hoffen, dass ich dann nicht diese negative Erfahrung machen muss. Falls doch, werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video dazu posten. Ja, was gibt es zu dieser Pfeife noch zu sagen? Sie wird beworben als Freihänderpfeife, dass man sie sehr, sehr leicht in der Hand halten könne, im Mund halten könne ohne Hände. Ist bei mir nicht möglich. Also unter Schmerzen ja, aber angenehm ist das nicht. Könnte daran liegen, dass sie vielleicht nicht so ganz perfekt ausbalanciert ist. Sie ist relativ lang, sie ist nicht so stark geschwungen wie viele andere Calabashes und dementsprechend ist der Schwerpunkt dann vielleicht nicht so verteilt, dass man sie problemlos im Mund halten könnte. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen bestehen sollen. Achso, was ich noch vergessen habe, ein gar nicht mal so unwichtiger Faktor. Man kriegt kostenlos dazu, zu diesen 95 Dollar, die es gekostet hat, ein Case. Und dass man das für unterwegs auch gut verstauen kann. Und noch einen weiteren Meerschaumeinsatz, falls der andere irgendwann mal zu sehr angelaufen sein sollte, dass es nicht mehr schmeckt. Von daher ist das schon kein ganz schlechtes Angebot, ob man nicht vielleicht doch lieber zu einer etwas teureren Variante greifen sollte, muss dann natürlich jeder für sich selbst überlegen. Es ist ein Versuch wert gewesen, ich bereue es nicht, würde es aber nur bedingt weiterempfehlen, ja, als Fazit. Vielen Dank fürs Einschalten.